Weiß jetzt schon nicht mehr, warum ich den Ahnung habe. Bonjour, Monsieur, Dame. C'est les familles des œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Good morning, this is Ruminant Eggs. We don't want to die in hospital. Guten Morgen, das ist Frauen- und Eisprung. Wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Gerade sind drei Schwalben schwarz-weiß am Fenster vorbeigeflogen. Schön. Ich habe lange keine Schwalben mehr fliegen sehen. Das ist wirklich schön. Thema ist Patientenverfügung. Ich habe einen weiteren Zehner investiert und mir nach dem Handbuch, nach dem Vorsorgehandbuch, das Buch Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung in der 19. Auflage gekauft. Das kostet 12,90 €, das kostet 9,90 €. Ich finde das hier besser, das ist auch das Neuere, das hier ist schon die 19. Auflage. So ein paar Sachen habe ich nicht verstanden, da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. So, eine Sache habe ich mir mal markiert, hat ein Patient keine gültige Patientenverfügung, müssen sich Bevollmächtigter oder Betreuer mit dem Arzt über den mutmaßlichen Willen einigen. So. So, dann habe ich mir hier bei Betreuungsgericht ein Fragezeichen hingemacht. Muss ich mal nachgucken, was genau das Betreuungsgericht ist, welches das für mich wäre. Ich habe das nie so ganz verstanden, was mit Betreuungsgericht gemeint ist. Ja, ob es das Amtsgericht ist, ob es das... Ich weiß es nicht. Die sind hier auch nicht... ist leider kein Glossar, doch es gibt eins. Betreuungsbehörde, Betreuungsgericht 11.15.27. Gesetzliche Grundlagen, Paragraph 1906 BGB. Betreuungsverfügung. Da muss ich mir vielleicht mal in Ruhe bekommen. Mal gucken. Wir werden sehen. Das mit der Sterbehilfe habe ich auch nicht ganz verstanden, was das soll. Ich finde die Formulierung auch nicht gut.
Also ich mache einfach mal weiter. Seit einiger Zeit wird im Bundesrat und Bundestag darüber diskutiert, ob Ehepartner auch ohne schriftlich vorliegende Verfügungen oder Vollmachten in Gesundheitsfragen füreinander eintreten können. Geplant ist eine gesetzliche Änderung, die ab Herbst 2018 in Kraft treten soll. Dann dürfen Ehepartner automatisch füreinander entscheiden, auch zur Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen. Nur wenn jemand dies nicht will, muss er das schriftlich festhalten. Die geplante Regelung ist jedoch eng begrenzt. Sie soll nur für zusammenlebende Ehepartner und nur in medizinischen Angelegenheiten gelten. Daher sind vorsorgende Verfügungen auch nach Inkrafttreten des Gesetzes weiterhin wichtig. Da das Gesetzgebungsverfahren bei Drucklegung dieses Ratgebers noch nicht abgeschlossen war, erkundigen Sie sich im Zweifelsfall nach dem aktuellen Stand auf den Internetseiten der Verbraucherzentrale. Also für Ehepartner gibt es noch keine Regelung. Ich glaube, ich sagte mal nichts. Wie Sie eine eigene Patientenverfügung rechtssicher erstellen, wollen wir im Folgenden beschreiben. Die wichtigsten Fragen und Antworten aus unserer Beratungspraxis. Jährlich beantworten wir in unseren bundesweit rund 200 Beratungsstellen Hunderttausende von Fragen und helfen bei der Lösung von Problemen, die Verbraucherinnen und Verbraucher an uns herantragen. Aus dieser täglichen Praxis wissen wir, wo der Schuh drückt und wie konkret Unterstützung aussehen muss. Diese Erfahrungen sind Grundlage unserer Ratgeber. Im präzisen, verbraucherorientierten Informationen, zahlreichen Tipps und Hintergrundinformationen zum besseren Verständnis. Sollte für eine individuelle Frage weiterer Beratungsbedarf bestehen, hilft unsere Beratung weiter. Eine Übersicht über unser umfassendes Angebot finden Sie unter verbraucherzentrale.de. Profitieren Sie von unserer Beratungspraxis. Gut. Ja. Man kann sich in der Verbraucherzentrale beraten lassen. Wenn ich mal Geld übrig habe, was ich momentan nicht habe, denn ich bin arbeitssuchend, mache ich das wahrscheinlich auch einfach mal, um zu sehen, was dabei rumkommt. Ja. Warum brauche ich überhaupt eine Vorsorgevollmacht? Ihr Ehepartner oder Ihre Kinder dürfen nicht automatisch für Sie Entscheidungen treffen, wenn Sie nicht mehr selbst dazu in der Lage sind. Im Bedarfsfall richtet das Betreuungsgericht stattdessen das Überlassen der Name Betreuungsgericht. Einfach mal unterstreichen, fragt sich immer. Im Bedarfsfall richtet das Betreuungsgericht stattdessen für das entstehende Aufgabenfeld eine gesetzliche Betreuung ein. Dieser Betreuer vertritt Sie dann in allen notwendigen Angelegenheiten. Nur in medizinischen Fragen sollen Ehepaare ab Herbst 2018 auch ohne Vollmacht füreinander entscheiden können. Wer sicher gehen möchte, dass eine nahestehende Person im Ernstfall die rechtliche Vertretung übernimmt und sich den Umweg über das Gericht sparen will, sollte eine Vorsorgevollmacht aufsetzen. Okay. Warum brauche ich überhaupt eine Vorsorgevollmacht? Ja, eigentlich für gar nichts. Außer wenn man jemanden den Weg zum Gericht ersparen möchte. Ja. Ich finde das gut, wenn bei mir einer mehr mit drauf guckt. Ich habe da so meine Erfahrungen gemacht. Ich lebe noch, mehr fällt mir dazu wirklich nicht mehr ein. Okay.
Was unterscheidet eine Vollmacht von einer Vorsorgevollmacht? Eigentlich nichts. Der Unterschied zu einer normalen Vollmacht besteht nur darin, dass die Vorsorgevollmacht nicht sofort eingesetzt werden soll, sondern erst, wenn sich der Vollmachtgeber nicht mehr selbst um seine Angelegenheiten kümmern kann. Wir empfehlen allerdings zwei Dokumente. Eine allgemein gehaltene Vollmacht, die gegenüber Dritten sofort gültig ist, und einen Vertrag mit dem Bevollmächtigten, in dem sie regeln, unter welchen Voraussetzungen die Vollmacht verwendet werden darf. So ist sichergestellt, dass der Bevollmächtigte seiner Aufgabe nachkommen kann, ohne jedes Mal gegenüber Dritten nachweisen zu müssen, dass die Bedingungen tatsächlich erfüllt sind. Also, die empfehlen eine Vollmacht und eine Vorsorgevollmacht auszustellen. Die Vollmacht wäre dann sofort gültig. Ich finde die Empfehlung reichlich fraglich. Sowas steht da nicht drin. Finde ich besser. Also bin ich noch nicht drauf gestoßen. Ich schreibe mal hier reichlich fragwürdig. Heißt so viel wie, ich teile deren Ansicht nicht. Hier sind auch immer die Seitenzahlen angewiesen. Ist eine Vollmacht immer einer gesetzlichen Betreuung vorzuziehen? Nein, denn ein Bevollmächtigter wird im Gegensatz zu einem gesetzlich bestellten Betreuer nicht routinemäßig kontrolliert. Wer niemanden hat, dem er bedingungslos vertraut, das ist bei mir der Fall, sollte darüber nachdenken, statt der Vollmacht eine ausführliche Betreuungsverfügung aufzusetzen und darin einen Wunschbetreuer zu benennen. Das ist das, was ich vorhabe, da habe ich ja schon mit angefangen. Wer gehört zur Patientenverfügung? Eine Betreuungsverfügung. So. Ich möchte, dass sich meine Frau und mein Sohn gemeinsam um meine Angelegenheiten kümmern. Geht das? Ja, es ist möglich, mehrere Bevollmächtigte zu benennen. Dabei gibt es zwei Varianten. Sie können die Bevollmächtigten gleichberechtigt einsetzen oder jedem Bevollmächtigten bestimmte Aufgabenbereiche zuordnen. Zum Beispiel dem Sohn die Vertretung in medizinischen Fragen, der Tochter in Finanzangelegenheiten.
In der Vollmacht nach außen sollte die Bevollmächtigten gleichberechtigt sein. Im Vertrag mit den Bevollmächtigten wird dann geregelt, wer welche Aufgaben übernehmen soll und wie bei einem Streit vorzugehen ist. Brauche ich zusätzlich zur Vorsorgevollmacht, die legen hier sehr nahe, dass man unbedingt eine Vorsorgevollmacht aufsetzen soll. Ich mache das nicht. Ich sage es nur immer wieder in die Kamera. Ich würde davon abraten. Aufgrund persönlicher Erfahrung würde ich jedem, aber auch wirklich jedem dazu raten, sich in die Hand von Profis zu begeben. Und das nicht in der eigenen Familie zu klären. So, und ich würde auf gar keinen Fall irgendwelche Hyopies aus dem Krankenhaus, in das ich mich begeben möchte, nehmen, sondern andere Menschen. Unter Umständen muss man mal die Flussseite wechseln und sich da beraten lassen. Wichtig, meiner Meinung nach, die Verbraucherzentrale scheint das anders zu sehen. Brauche ich zusätzlich zur Vorsorgevollmacht auch eine Betreuungsverfügung? Sicherheitshalber empfiehlt es sich schon in der Vorsorgevollmacht festzuhalten. Die setzen tun hier immer so, als ob man die aufsetzen müsste. Das stört mich so dermaßen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Außerdem tut mir das Ohr wieder weh. Sicherheitshalber empfiehlt es sich schon in der Vorsorgevollmacht festzuhalten, wer im Fall einer gesetzlichen Betreuung als Betreuer eingesetzt werden sollen. Normalerweise ersetzt die Vorsorgevollmacht eine gesetzliche Betreuung. Falls die Vollmacht aber aus irgendeinem formalen Grund nicht anerkannt wird oder einen zu Entscheidungen anstehenden Bereich nicht abdeckt, sind sie so auf der sicheren Seite und können den Betreuer bestimmen. Aha. Also, Betreuungsverfügung ist immer sinnvoll, sagen die hier. Muss der Notar bescheinigen, dass ich wusste, was ich tue, der eine Notar, den es gibt? Nein. Damit eine Vollmacht gültig ist, reicht in aller Regel die Unterschrift des Vollmachtgebers. Eine notarielle Beurkundung empfiehlt sich immer dann, wenn die Vollmacht erst in höherem Alter oder bei fortgeschrittener Krankheit verfasst wurde und mit Streit gerechnet werden muss. Zwingend notwendig ist die Beurkundung, wenn der bevollmächtigte Grundstücks- und Immobiliengeschäfte tätigen oder eine Erbschaft ausschlagen soll. Bei der Beurkundung stellt der Notar sicher, dass alle Beteiligten die Inhalte der Verfügung verstanden haben und der Vollmachtgeber geschäftsfähig ist. Mit einer Beglaubigung bestätigt er hingegen nur, dass die von ihm vor ihm sitzende Person die Vollmacht oder Verfügung unterschrieben hat. So. Also bei einer Beurkundung durch den Notar wird sichergestellt, dass das Ganze verstanden wird. Bei einer Beglaubigung nur, dass das von der natürlichen Person kommt, die das unterschrieben hat. Wieder was gelernt. Was passiert, wenn ich keine Patientenverfügung habe?
Auch eine spannende Frage. In diesem Fall muss der Arzt versuchen, ihren mutmaßlichen Willen zu ermitteln. Das muss der Arzt sowieso. Dafür hat er verschiedene Möglichkeiten. Er kann zum Beispiel die Angehörigen oder den Hausarzt befragen. Falls ein Bevollmächtigter oder Betreuer mit der Vertretung in medizinischen Angelegenheiten beauftragt worden ist, entscheidet er über das weitere Vorgehen. Sind sich Arzt und Bevollmächtigter Betreuer über das Vorgehen einig, können sie gemeinsam handeln. So, an der Stelle, man schreibt was auf. Und deshalb habe ich die ganzen Fragen auch abgeschrieben. Ich will die auch alle beantworten. Und dann gibt es einen Betreuer, den gibt es auf jeden Fall. Das kann man gar nicht verhindern, weil der Arzt mit wem reden muss. So, und die beiden verständigen sich darüber, wie es weitergeht. Und je mehr Fragen man beantwortet hat, deshalb finde ich die Fragen im Buch hier so gut, desto besser können die sich über den mutmaßlichen Willen verständigen. So, wenn es für ganz konkrete Situationen, ganz konkrete Anweisungen gibt, dann ist der mutmaßliche Wille sehr schnell bestimmt. Aber die müssen den immer bestimmen. Dieses Heft ist ein bisschen ungenau. So habe ich das zumindest bisher verstanden. Anders macht das für mich auch keinen Sinn. Falls nicht, muss das Betreuungsgericht die Entscheidung des bevollmächtigten Betreuers genehmigen. Wenn Sie sicher gehen möchten, dass Ihre Wünsche berücksichtigt werden, ist es sinnvoll, eine Patientenverfügung aufzusetzen. Bin ich gerade dabei. So. Die Eieruhr hat geklingelt. Ich gehe an den Schreibtisch und mache die Steuererklärung weiter. So. Schönen Tag noch. Thank you.